Herzlich willkommen zu meinem Video Bilder im Geschichtsunterricht und hier geht es ja um das Thema Bildtypen und da insbesondere über Plakate, Poster. Hier haben wir ein Beispiel für ein Plakat, für ein Poster. Es handelt sich letztlich um politische Information, politische Propaganda. In dem Fall im Auftrag der US-Regierung im Jahre 1943. Wenn wir das hier übersetzen, dann könnte man sagen, vor 10 Jahren verbrannten die Nazis diese Bücher. Das heißt von 1943, 10 Jahre zurück, 1933. Aber freie Bürger können sie immer noch lesen. Das heißt, man bezieht sich hier in dieser Abbildung, die Nazis sogar selber herausgegeben haben, auf die sogenannten Bücherverbrennungen. Also die Nazis hatten ja eine äußerst intolerante Politik. Von Beginn an versuchten sie, ihre Gegner auszuschalten, körperlich, in KZs und dergleichen mehr. Und darüber hinaus ging es ihnen aber auch darum, das liberale Gedankengut, das Gedankengut der Opposition zu vernichten. Welche Personenereignisse werden dargestellt? Wenn man sich genau betrachtet, sieht man hier zum Beispiel dann bestimmte Zeichen, wie hier das Hakenkreuz, dann bestimmte verschiedene Uniformen, die dann dargestellt werden, von SA-Uniformen, also bestimmte Arten von Nazi-Organisationen und dann der Hitlergruß und dergleichen mehr. Also all diese Dinge kann man aus dieser Abbildung dann herauslesen. Das dargestellte Thema ist sicherlich einerseits einmal die Bücherverbrennung und das übergeordnete Thema ist in dem Sinn, dass es einen Sinn macht und dass es sehr wichtig ist, dass die Amerikaner dann im Kampf gegen Nazi-Deutschland in diesen Zweiten Weltkrieg dann eingetreten sind. Erinnert die amerikanische Bevölkerung daran, die amerikanischen Soldaten daran, dass sie für die Freiheit kämpfen, auch für die Freiheit etwas zu lesen. Erwünschte Wirkung ist natürlich, dass man sich gegen den Nationalsozialismus wendet, dass man ein Gefühl dafür bekommen sollte, warum der Kampf gegen Faschismus und Nationalsozialismus ganz wesentlich sind. Und hier stimmen vermutlich der Auftraggeber und der Künstler überein. Ja, danke für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns sicherlich bald wieder im nächsten Video.